Sag mal, die Treppe war ganz, das heißt, die Viecher sind direkt unter uns eigentlich, ne? Ja. Okay. Die Sticks, das macht mich alle. Die nehmen jetzt vier Plätze bei mir ein hier, weil ich die nicht stacken kann, ne? Okay. Ja, kannst du ja ein bisschen mir noch geben, ich habe ganz schön viel Platz. Warte mal, jetzt trinke ich erstmal was. Vielleicht kann ich ja noch was stacken. 3.55 Uhr ist es. Achso, wenn man altes Holz abbaut, wieder ist es komplett für den Arsch. Dann kann man es nicht mehr aufheben. Okay. Ich habe jetzt hier noch welche hingelegt. Sticks, ja. Ne? Ja. 50, ja. Die hat er bei mir gesteckt. Glücklicherweise mal zur Abwechslung. Was kann ich noch machen? Wooden Club? Was ist ein Wooden Club? Ich kann es herstellen, aber... Wooden Club könnte ich auch. Ich Ach, das ist eine Keule. Ach, das ist ja cool. Ach ja, genau, das war die Keule. Genau. Eine Keule, die mache ich einfach mal und ich so, jetzt weiß... jetzt habe ich hier diesen Stacheldraht, habe ich schon. Short Metal, also kleine Papierstückchen habe ich. Man kann auch irgendwie Stacheldraht rum... Und Vorgängermetall, also diese Metallplatten habe ich. Ja. Ich hab und Scrap Metal Door, eine Türe habe ich. Okay. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Was ist das hier eigentlich? Kann ich damit was anfangen? Ja. Mache ich eine Reihe mit Magazinen. KR, Luftfilter vom Auto brauchen wir ja auch noch nicht, ne? Keine Ahnung, ich glaube nicht, ne. Das sind wir drin. Ein Hammer, ich frag mich immer noch, wofür ich einen Hammer bräuchte. Schlägt der hier. Vielleicht macht der ganz schnell was kaputt und ich kann es dafür aber nicht wiederverwenden. Naja. Kann man das. Spinnenweben. Ach, oder hast du das hier kaputt gemacht, oder? Ja, Alter, ich bleib mit den Spinnenweben übelst hängen, das ist ja auch geil, das kann man auch gut verwenden. Spinnenweben. So als Sicherung in Türen, da sind die übelst lahmarschig, die Viecher. Mhm. Nicht schlecht. Hast du hier ein Stück Wand eingerissen? Wo? Hinter uns hier. Siehst du das? Seh ich gar nicht. Ach, hier. Ja. Nee, hab ich nicht. Nee. Sieht aus, als wenn du mit so einer Kaffeetasse rumrennst, die ganze Zeit und Kaffee trinkst. Kaffee. Boah, wie die da unten sind alle. Krass. Ich kann ja mal eine Taschenlampe. Ach, die Taschenlampen, die spawnen ja, verdammt. Na gut. Also jetzt habe ich Q gedrückt und meine Waffe ist, habe ich verloren. Liegt hier auf der Leiter. Ach ja. Ey, komm, blind FTW. Scrap Metal nochmal abbauen, oder? Ja. Du hast das doch aufgenommen. Ich habe das aufgenommen. Ja, wahrscheinlich, ja. Ich hab's nicht. Ich habe mich gewundert, wo das hin ist. wir könnten mal kurz. Was hab ich denn hier? Scrap Metal Wall, ist das von dir? Das hat bei mir, das zeigt bei mir gar nicht an. Ich schmeiß das mal auf den Boden. Wo? Hier. Muss von dir sein, hab ich mal aufgehoben, glaube ich. Wenn ich's im Inventar hab, zeigt das mir nicht an. Da ist bloß ein leeres Feld, wo eine 3 unten in der Ecke steht. Ja? Hübsch. Kann man auch schöne Sicherung machen. Aber wie gesagt, was braucht man ja jetzt noch nicht, aktuell. Ah, Kettensägen sind auch geil und Bohrer. Gehen auch ab, die Dinger. Gibt's ja auch. Muss man die sich craften, oder? Ja, die findet man. Und man muss aber Benzin, das hast du vielleicht auch schon gesehen, Benzinkanister. Die gibt's auch. Und da, die musst du halt damit versorgen, mit dem Benzin. Die Dinger. Ja, die machen übelst schnell Holz kaputt oder sämtliches Material sauschnell kaputt und die Zombies auch. Das ist echt krass. 6:30, wir können gleich losgehen. Ich würde sagen, wir gehen über das Wollen wir hier die Häuser weitermachen, oder? Ich hab Hunger. Ja, ich bräuchte noch Essen oder wir gehen jagen. Boah, ich hab jetzt nichts mehr zu essen, wa? Ist ja frech. Ich muss abgeben.
Nee, jetzt bin ich voll. Jetzt müssen wir halt looten oder jagen oder irgendwas. Ja, aber haben wir noch ein paar Häuschen hier vor uns, wenn du willst. Na, nehmen wir noch Häuser mit. Und dann von da aus nach... darüber, Cornado. Waren wir da eigentlich jetzt schon? Weiß ich gar nicht. Ich auch nicht. 6:54 Uhr. Die gehen nicht in diese erste Etage hier, komischerweise. Hier ist niemand drin. Okay. Da ist noch eine Treppe. Guckst du an der Treppe? Oh, die könnten, wenn sie wollten, eigentlich hochkommen. Oh, die können rennen. Oh, die können ja rennen, die können ja rennen, die können ja rennen. Sie können die noch rennen in dem Haus oder was, weil es hier so dunkel noch ist? Ja, ja, im Haus ist noch zu dunkel. Okay. Wissen wir jetzt noch. Wisst ihr noch, welche Häuser wir schon gelootet haben? Nee, wa? Ja, aber wenn wir jetzt hier Richtung Süden. Wir sind ja aus Süden gekommen. Also, wenn wir Richtung Norden gehen, da gehen wir auf Nummer sicher, würde ich sagen. Ja. Ja, lauf du mal vor. Geh mal vor, ich lauf hinterher. Ich glaube, wir können runter. Ich hoffe es. So. Denkst du? Also um 7 auf jeden Fall, komm mal. Der rennt echt nur im Haus, sobald da draußen ist, ist er langsam. Der Typ. Das Moppelchen hier, ne? Ja. Lecker Gehirnmasse. Ganz schön gut eingerissen hier unten, ne? Die machen echt so eine Bude richtig krass kaputt eigentlich, ja. Ist Wahnsinn. Also wenn du so ein Häuschen baust, dann bist du irgendwann nur beschäftigt, das immer wieder aufzubauen. Ja, du musst halt wirklich die Umgebung sichern direkt. Mit riesen Zäunen, mit Stacheldraht, mit Fallen und bla. Das Haus ist eigentlich so das Letzte, was erreichen sollten, denke ich mal. Aber sonst ja, wenn du nur so ein Haus hast, habe ich ja gemerkt in meiner Aufnahme, in den ersten paar Folgen auch, sieht man dann, dass ich nur damit beschäftigt bin, die scheiß Löcher zu fixen und alles. Ja. Jetzt finde ich wieder ein bisschen Essen zum Glück. So. Pass auf, da kommt ein Zombie hoch. Bist du oben? Nee. Wenn ihr nämlich rennen. Ach so. Ah, ich muss nachladen. Mal mit. Ah, danke. Mit einem Sledgehammer auf der Rübe. So, erstmal nachladen die Knarre. Oh, Scrap Metal. Da haben wir nix. Eine Piste haben wir schon. Ich geh gleich mal zum Dachboden hoch und dann ist gut. Bücher brauchen wir nicht. Essen. Scrap Metal. Ich schieße hier wieder aus Versehen. Yeah. Sind wir alle bei dir drin? Ja, ein paar kommen. Alter, lauf so im Kreis zu rennen. Verpackt der MP-Sound noch ist. Ja, das. Komm. Komm mir das Fenster mit raus. Bist du fertig? Wo ist... Ach, oben das Fenster? Nee, hier. In der Etage weiter unten. Okay. Ja? Ah, hier. Achso. Genau. Au. Ah. Oh gut, das geht ja noch. Meine Lebensanzeige links, das rote, geht über das, über dieses karierte Dings rüber hinweg. Über das Viereck. So, über die Anzeige. Also mein, quasi bin ich 105% voll sozusagen mit Energie. Okay, ja. Mit Leben. Sehr komisch. Ja, auf frischen Servern dann, wenn das mal online ist, dann hast du ja dann noch Gegner, wo du hier dann noch Gegner abschießen müsstest und so. Ja, das stimmt. Dann nicht nur Zombies, da musst du ja dann auch gegen Gegner und alles. Ah, ich weiß nicht, ob mich das an sich so im Online reizen würde direkt. Weiß ich nicht. Ich finde ja hier eher, der Hauptkernpunkt liegt ja darauf, wirklich sich was zu erbauen und zu erschaffen. Obwohl ich ja doch, empfinde das schon als ganz schön Reiz dann mit anderen Gegnern. Ja. Auf einem festen Server. Also da muss auch die Map, na gut, da muss die Map halt wesentlich größer werden. Oder halt wirklich so mit 5 Spielern bloß oder so, oder 10. Weißt du? Aber jetzt hier so ein 20-Mann- oder 30-Mann-Server auf so einer Map, oh, Hilfe. Ja, gut. Finde ich nicht so geil. Die Map muss größer werden, ne? Das ist ja klar. Ja. So, wo bist du? Ich bin neben dem Haus. Ja.
Man sieht sogar auf der Karte unten links unseren Spawnpunkt, wa? Dieses grüne V oder was das da ist. Ach so, ja, okay. Das Ding. So, wo haben wir da jetzt einen Schlafsack hingelegt? Da haben wir einen Schlafsack hingelegt in dem Haus. So, ich würde sagen, wir gehen hier schräg rüber mal zu der Anlage, oder? Was ist denn hier da? Wo? Hier so in die Richtung. Da ist ja so ein. So, da ist dieses Coronado. Nennt sich das. Können wir machen? Können wir da mal gucken. Mal gucken, ob gerne noch guckt. Genau. Holzfällen wollen wir schon, brauchen wir noch nicht. Ne. Wir gucken noch rum und machen das dann wirklich beim. Ich mach mal die Axt woanders rein. So was machen wir dann ja, wirklich, wenn wir was erschaffen wollen. Wir schauen erstmal und zeigen alles. Genau. Gucken, ob gerne noch guckt. Genau. Ach, das ist die Farm. Hier bin ich aktuell gerade. In meinem Let's Play. Bei der Farm. Da ich die Farm gesehen, dass mir sofort zu blocken. Guck Kopf mal hier im Holzstamm, das wohnt eine 9 mm. Oh, nicht schlecht. Ach, warte mal, Stein wollte ich wenigstens einmal abhacken, weil da kann man noch ein bisschen Zeug craften noch. Oh ja, das ist. Dann nimm zweimal Stein mit. Wie kommt die raus? Immer. Ne, 4, oder? 4-mal. Hm. Bei dem Kleinen auch, oder? Oh, der Baum hört gar nicht mehr auf. Mir fehlen ein bisschen die Soundeffekte irgendwie. Komisch. Sagst du, Rico, es ist eine Alpha? Ich glaube, es liegt daran, weil ich den Sound, alle beide Sachen, SFX und Musik, und doch Musiksound, komplett auf Null gedreht habe. Jetzt habe ich das Gefühl. Aber auch beides auf Null, aber es kommt der Pick-Sound, also wenn ich das kommt bei mir Sachen nicht, Pick-Sound. So, okay, ich habe jetzt 19 mal Holz, das sollte erstmal reichen, um noch weiter was zu craften. Ja. Du nimmst nur ein bisschen Stein mit, ne? 16 mal Stein habe ich jetzt erstmal. Sollte erstmal reichen, um sich ein bisschen was anzugucken, was hier so geht noch mit dem Zeug. Ein Bäumchen nehmen wir noch. Komm, nehme ich den Stein auch noch mit. So. 24. Naja, komm, der bietet sich gerade so an hier. Dann können wir aber. Was ist da? Mais können wir da vorne auch mitnehmen. Hat das mit diesem Kaktus vorhin nicht so verstanden. Was? Dass ihr den aufnehmen konntet. Du musst halt abbauen, glaube ich. Du musst halt draufschlagen oder sowas. Ich fand das so idyllisch hier, wo ich hier ankam. Weil hier sind wir. Ach ja, sind Zombies im Mais. Ja. Gerade so ein bisschen wie The Walking Dead hier, ne? Mit naja, den Zombies ja, genau. Auf der Farm. Oder, ja. Wollen wir die Häuschen kurz, die nehmen wir aber mit hier, ne? Wenn wir jetzt immer hier sind. Ja, ja. The Walking Dead, wie heißt denn das Spiel dazu? Nochmal, heißt das auch The Walking Dead? The ja, Walking ne? Dead, ja. Ach ja. Das Spiel und die Serie halt, erinnert mich hier. Aber also, machst du hier, dann gehe ich gleich hoch. Ja, wir teilen uns ja sowieso alles. Genau. Take all, take all, ja, take all. So. Also schön rumlooten, rum, oder das nehme ich noch mit. Rumlooten, rumlooten und dann irgendwann wirklich was abbauen dann. Hier ist, ne, hier ist der dicke. Hier ist eine Pumpe, die kann ich dir geben. Die Tür. Ah! Alter. Alles okay? Ja, der hat mir gerade wehgetan. Ja, der Sack. Nicht gesehen. Ja gut. Es geht ja Gott sei Dank mit diesen Painkillern hier ganz gut. Ja, das stimmt. Die heilen ja doch ganz ordentlich. Also ja. Ich habe auch reichlich Essen jetzt gefunden, wenn es mal ist. Ein bisschen was habe ich auch noch gefunden, zum Glück. Oh oh. Hm? So, ich gehe gleich schon mal auf den Dachboden und dann... Oh oh. Stirbst du? Nee. Weiß ich nicht, ich muss raus. Brauch Licht. Okay. Die rennen mir hier unten im Keller, rennen mir die Bude ein gerade. Ja, ja. Kiste. Aber es geht noch. Mit dem Hit der Zombies, da kann man noch gut leben. Ja. Bin hinten draußen. Ah, ich komm runter.